Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Teil 4. Ich wollte einen kleinen Blick nach Westen, habe ich mir gegönnt, zu sehen, Karl der Große hat es nicht geschafft, Sachsen zu erobern. Und ja, er wollte ganz Sachsen haben. Aber er hat immer noch fünf Königstitel, also er könnte das Fränkische Kaiserreich wohl öffnen, aber nicht das Heilige Römische Reich, da braucht er einen deutschen Königstitel für, so sind da die Regeln für. Aber ich weiß auch gar nicht, ob er das noch schafft, denn er ist ein Trinker, hat gerade The Great Pox, Syphilis. Und das kostet zwei Gesundheit, leichte Behandlung, also. Ja, das könnte also hier in Europa dann ganz anders weitergehen. Ja, und sein Erbe ist Charles, ein Achtjähriger. Pepin wurde nicht legitimiert, wenn man den Karl den Großen spielt, wird man gefragt, ob man seinen. So ein Pepin See Hunchback, den Buckligen, ob man den legitimiert. Und das hat er nicht gemacht, wie wir hier sehen, an dem Bastard. Also, das war der kleine Ausblick. Das ist nämlich so schön geskriptet hier alles. So, aber viel auch genauso spannend hier im Osten gerade. Wenn ihr vom letzten Teil ist ja mein erster Charakter gestorben. Bürge von Uigur. Ja, da habe ich nicht viel mit Satanisten gemacht, aber bin davon trotzdem krank geworden und kränklich und war gestresst und daran ist er jetzt mit nur 40 Jahren gestorben. Zum Glück ist der erste Sohn überhaupt volljährig. Kagan Bönig, The Wolf of Uigur, der Wolf, weil er dieses Wolfskind-Ereignisse hat, aber leider ist er von den Attributen her gar nicht so toll geworden. Tough Soldier jetzt doch. Ich dachte, wir hätten da was Schlechteres gehabt. Naja, vermählt habe ich ihn mit. Naja, noch 2 Jahre warten, dann schlägt die Vermählung hier zu. Weil die stark hat, genau, stimmt. Da war ich mir auf Gene gegangen. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Einmal die Tributpflichtigen sind immer noch tributpflichtig. Na gut. Dann muss ich erstmal meinen Rat neu besetzen. Ich war hier gerade unterwegs Richtung Süden. Ich wollte eigentlich gerade was ein bisschen plündern gehen in Tibet. Okay, die Jungs sind gesetzt. Ach du Schande. Warum hasst er mich so? Khan Usluk von Usur. Sieht er uns so als so gigantischen Konkurrenten oder wie? Ach, der ist ja auch gerade neu. Vor allem der Clan mag mich nicht. Oh, das ist zum Glück der Schwächere. Oh, kann ich was machen? Title Claim gibt minus 20. Oh, meine Charaktereigenschaften kosten mich hier gleich ganz schön Punkte. Oh. Das wird gefährlich. Hier fehlt auch noch mehr Power. Wir müssen hoffen, dass es gut geht. Gut, aber die anderen Ratsposten. Da wären loyale Leute nicht schlecht. Hier sehen wir zum Beispiel zwei mit Militär 20, gute Marshals. Aber der eine wäre wahrscheinlich auch gegen mich und würde nicht zustimmen. Aber der hier ist contenter, der hat den. Der ist ganz zufrieden. Also wird er der Commander, weil er loyal ist. Oh, der hat nur noch eine Hand. Cool. Proof Clan Sentiment. Okay, der ist schon dabei. Okay, Stuart. Unser Darik Pat. Ah, der ist gut, aber der wäre wohl schon auch so. Malcontent. Ich fürchte, ich muss, wenn ich da was machen will, hier den Schwächeren nehmen. Noch ein Kutluk. Aber aus meiner Dynastie. Kutluk Yakla Kar. Und mein Freund, persönlicher Freund, gut.
Oh, da haben wir für das Gelehrte. Ach, herrje. Ähnliches Problem. Können wir einen bestechen vielleicht oder hoffen, dass einer umschwenkt? Denn die geben ja ganz schön, kriegen ja ganz schön einen Bonus auf den Ruf, sobald sie in den Rat berufen werden. Ich nehme den mal. Na, Tatsache, das hat seine Stimmung so verbessert. Sein Glory Hunt ist. Oh, ich darf zwei Berater nehmen. Ja, da nehmen wir dann natürlich sehr loyale Leute. Na, wir hätten nur einen Glory Hound. Ja, lassen wir erstmal so. Wir haben aber noch einen Posten in Reserve. Ach so, ich kann vielleicht hier. Vielleicht können wir Ituk hier überreden, dass er seine Stimmung noch besser als wir ihn zum Regenten nennen. Gab ein paar Punkte. Okay. Okay, ich würde momentan das Kaganat verlieren, wenn ich sterbe. Das geht nämlich, habe ich gelesen, an den von den Clans Kane mit dem höchsten Prestige. Und da hat natürlich jetzt hier. Der hat natürlich einen Vorsprung, weil er schon länger im Amt ist. 565 Prestige. Der hat 473. Ja, und ich fange gerade erst an. Also, das müssen wir auch noch beachten. Das ist nicht automatisch, bleibt nicht automatisch in unserer Familie. So. Gucken, haben wir da noch jemand? Ah ja, den können wir noch zum Kommando machen hier. Gut. Oh, wir können ein Himmelsbegräbnis machen für meinen Vorgänger. Das machen wir doch. Sky Burial. As your father's heir, it falls on you to take him to the mountains. He will be offered to the birds of prey, and in death he will generously share his flesh with all living creatures. Blah. May his spirit soar into the heavens. Also, als Erbe meines Vaters liegt es an mir, ihn in die Berge zu tragen. Er wird den Raubvögeln angeboten werden im Tod, um großzügig sein Fleisch mit allen lebenden Kreaturen zu teilen. Möge sein Geist in den Himmel hinauf schweben. Soar ist so bei Raubvögeln. Ich weiß nicht genau, was heißt. Also Himmel hinauf fliegen. Ja, I shall take him to the mountains himself. Das mache ich persönlich. Dann stoppen wir das mal hier, die Bewegung. Ein einsamer Einsiedler, a lone hermit. On your way to the mountain, you encounter a lonely hermit. He doesn't own much besides a worn-down tent, an old and sick horse, along with a few sheep. But the old man invites you to drink some salted tea with him. As you talk, you realize that you are enjoying his company. Also, ich finde da einen einsamen Einsiedler, der noch ein abgegrabbeltes Zelt und ein altes und krankes Pferd zusammen mit ein paar Schafen. Er lädt mich ein, mit ihm gesalzenen Tee zu trinken, aber als wir uns unterhalten, stelle ich fest, dass ich wirklich die Gesellschaft von ihm mag. Ich kann ihm 10 Gold geben, dann kriege ich großzügig. Hilft das mit meinen Vasallen? Das ist halt. Was mich gerade interessiert, wenn einer von denen auch großzügig wäre, würde der es gut finden. Ne, haben sie nicht. Why don't you join us? Dann erscheint er am Hof. Okay. Ich mach das mal, vielleicht ist das ja noch. Noch ein brauchbarer Freund mehr am Hof. Also müssen wir warten. Ich muss hier mal das Tempo runternehmen. Und das Himmelsbegräbnis, Sky Burial. Ach, der Azeb ist gleich mitgekommen, ja. Militär 23, Spionage 12 ist auch nicht schlecht. Meinung über uns minus 17. Bäh. Mir hilft schon bei der Region immer, dass ich diesen blöden Zweig habe. After reaching the mountains, you carefully place the body in what you deem a good location. You can already hear the vultures soaring above as you perform the necessary rituals. You start to make your way back down. It doesn't take long until the vultures begin to tear at the flesh with both beak and claw.
Where is Marnie now? Also, nachdem ich die Berge erreicht habe, lege ich den Körper sorgfältig, was ich für einen guten Ort halte. Ich kann schon die Geier hören, wie sie über uns kreisen. Und wie ich nach unten gehe, dauert es nicht lange, dass die anfangen, am Fleisch mit Schnabel und Klauen zu reißen. Bäh. Ah, ich krieg 100 Prestige dafür. Das können wir gut brauchen, um damit wir wieder aufsteigen zum Haupterben. Ich sollte ja auch, weil ich der Chef bin, der Kagan. Ach, der Diplomatie-Skill hilft da auch. Oh Mann, der ist natürlich auch mies. Hoffentlich wird mir meine Frau helfen, sobald ich heirate. Abgul ist gestorben. Ach so, mit Konkubinen wollte ich auch anfangen. Ah, ich kann Asep zum Marschall machen. Ja, Meinung bleibt aber. Ziemlich gute Commander dafür. Ja, Konkubinen. Junge Frau natürlich. Bisschen für Gene. Oh je, das ist die ganze... Also man kann auch Search All machen, nicht nur im eigenen... Gott, zu Monesco, wo ist die denn? Die muss natürlich in Diplomatic Range sein. Ja, das ist eingestellt. Die ist attraktiv, hat aber auch Herpes. Sieht gut aus, aber... Außer wenn die kleinen Bläschen gerade erscheinen. Die ist verrückt und hat Syphilis. Nice. Naja, so besonders gute Werte nicht, aber holen wir uns einfach so eine, die gut ist, an den Hof vielleicht. Falls sie überhaupt mitmachen. Ah ja, die würde Che Ying. Die wird nicht. Oh, die würde. Sibel. Doch, Herr Herpes riskieren. Nee, besser nicht. Na, ich nehme erstmal die beiden. Dieses Bettpaar. Ach, das ist aus der tibetanischen Gegend. Die ist kumanisch. Kumanisch, ach. Das ist irgendwie aus der Steppe, weiter im Westen. Habe ich aber auch nur in diesem Spiel bisher gesehen. Müsste ich nachgucken. Ups, die ist ehrgeizig. Naja, niedrig geboren, muss sie halt anfangen. Vielleicht heirate ich sie mal später, falls meine versprochene Frau da irgendwas schief geht. So, plündern, plündern. Bringt Prestige und Gold. Ja, die Konkubinen bringen auch Prestigepunkte. Also sollte ich eine dritte doch nehmen. Es ist ein Prestigewettrennen. Ach, ey, das müssen wir erstmal niederbelagern.
Oh, ein Kommando hat sich verbessert. Muss ich natürlich mal scharf aufpassen, ob da eine Armee anmarschiert kommt. Oh, Protector mag das nicht, dass mein Spionagemeister hingeschickt hatte. Oh, er hat ihn verhaftet. Das ist natürlich bedauerlich. Also, ich hatte ihn spionieren lassen nach Technologie im Protektorat, im westlichen Protektorat des Chinesischen Reiches, und der Protektor hat ihn erwischt und verhaftet. Oh, seine Meinung von mir ist damit aber auch im Keller. Ah ja, aber vielleicht gibt es da eh bald einen Wechsel. Die Mongolen sind ja dabei, gerade eine Invasion in China durchzuziehen. Mal sehen, wer gewinnt. Deswegen stecken wir da auch gerade, investieren wir gerade nichts mehr in den aktuellen Herrscher. Ist das echt so? Ist mein... Jo, brauche einen neuen Spionagemeister. Ja, der ist auch unzufrieden. Warte mal, dann ist ja jetzt... Ach, so ein Ärger, der Chef der großen Horde ist in Gefangenschaft. Aber der mag mich lieber. Naja, da will wieder einer meiner Tributpflichtigen Krieg führen. Aber er macht einen Eroberungskrieg da. Da muss er allein klarkommen. Oh, ich kann noch einen neuen Regenten ernennen. Ach, ich kann noch einen Yabgu ernennen. Aha. Und hier Ishad. Ach, ich muss mir die Titel hier mal angucken. Da sind ja einige andere bei. Ishad, das sind für die höchsten Generäle. Das ist eine große Ehre. Aber muss man mir noch monatliches Gehalt zahlen. Oh Gott, und der hasst uns wirklich hier. Ups, jetzt habe ich ihn doch noch reingeklickt auf die Art. Naja. Er hasst uns etwas weniger. Können wir ihn denn bei seinem eigenen Clan da... Ja, das macht er nicht. Kann nicht bei seinem eigenen Clan verbessern. Meine Konkubine Xue Ying ist schwanger. So, jetzt holen wir noch ein bisschen Gold raus. Wer ist das? Yasa Yaklaka aus meinem Clan. War schon entfernter Verwandt. Brauche einen Erziehungsfokus. Oh, zwei Sachen, die gut sind für Stewardship oder kämpferisch, aber nehmen wir mal Stewardship. Das darf ja eh nicht Marshall werden oder so. Ah, mein Halbbruder ist volljährig geworden. Okay, den wurde zum Kämpfer erzogen, ist ein Tough Soldier. Kann das eigentlich der... Oh Gott, der hat einfach so schlechte Attribute.
Und Dall, minus 2 auf alles. Der ist halt dumm. Gemäßigt immer ehrlich, aber auch faul. Oh Mann. Das ist ja nicht so toll für das Haus. Und vermählt hatten wir ihn mit Tochter von Khan Kosel und die Schwester von dem, der gerade, von Khan Ituk, der gerade im Kerker sitzt bei den Chinesen. Ist doch. Die Ehe wird natürlich trotzdem vollzogen. At age 34, meine bekannte Dilek Bosak hat ihr altes Leben zurückgelassen, um zum chinesischen Reich zu reisen. Aha. Oh, meine Mutter. Ah, dann nicht unbedingt meine Mutter. Seine Frau? Und war das auch meine Mutter, oder? Ah, nee, das ist der... Der war schon gespawnt. Der Mutter ist unbekannt bei unserem jetzigen Charakter. Weil es den schon gab, als das Spiel anfing. Gut, jetzt haben wir es im Haus Akun, einer am Hof. Kann man so irgendwie schleifen? Für 20 Gold kann ich mir ein Kriegspferd zulegen, das bringt auch Prestige. Das mache ich mal eben. Ja, das kennen wir schon, wir suchen uns ein Pferd aus und wie wollen wir es nennen? Dragon Sky Arrow Lightning, das vom Papa hieß Arrow. Jetzt bin ich der Wolf, da passt eigentlich Dragon und Sky nicht so richtig. Nehmen wir Lightning. Ist das meine Halbschwester, braucht einen Erziehungsfokus. Ah, für Intrige hätte sie eine Ader. Ja, probieren wir das mal. Und schon mein erster Sohn. Ah, wird nach mir benannt. Bönig. Bönig der Zweite. Soll er ruhig stolz sein. Ah, jetzt geht da ordentlich was runter. Mein Halbbruder Törtegul könnte Hilfe brauchen beim Aufwachsen. Ist jetzt 14. Wir könnten ihm... Könnten ihn mutig machen und ich krieg aber gestresst. Klumpfuß hat auf jeden Fall, die ist gierig. Ich möchte aber nicht riskieren, dass irgendwie. Einmal, ich habe genug Prestige, dass ich gerade weiter. Du meinst, das ist mein ältester Bruder? Nee, klar, da war ja der Unfähigere. Ah, ich mach's, ich hab diesen Wolfsbonus, Wolfsblut, das plus 2 Gesundheit. Kann man gestresst sein für eine Weile. Meine Halbschwester, 6-jährige Halbschwester, mein ihr Lieblingsspielzeug wird vermisst. Sie geht nicht ins Bett ohne es. Ich muss für sich rausgeschmissen haben, als ich heute aufgeräumt habe. Ne, dafür werde ich kein Prestige verlieren. Ich biete ihr ein neues zu kaufen. Ja, sie hat das abgelehnt. Sie ist entsetzt, dass ich sowas überhaupt vorschlage. Man kann dieses Kind nicht zufriedenstellen. Jetzt hat sie Fuzzy gekriegt. Aje, kriegt halt schnell. Kümmert sich viel um Details, die trivial für andere sind. Wer will Hilfe? Ach, er verteidigt sich gegen den Munk-Torpid-Clan.
der Balkasch erobern werden. Das ist auch einer von meinen. Nee, das sind Fremde. Ups. Er hat nichts mehr. Ne, möchte ich gerade nicht. Bin so weit weg. Darüber laufen. Ah, Khan Usluk von Usur hat das ordentlich was verbessert bei seinem Clan. Ups. Wurde schlecht behandelt wegen seiner Flu. Seiner Grippe. Ah, eine Handelskarawane besucht uns. Möchten die Nacht bei uns verbringen. Das ist gut, da kriegt man immer einen. Wenn man nett ist und sie reinnimmt, kriegt man einen Eunuchen. Genau, der fährt der Händler erzählt beim Feuer von fremden Geschichten. Sein Appetit scheint unersättlich, aber wir wollen kein schlechter Gastgeber sein und signalisieren den Diener noch einen zweiten Gang aufzutragen. Er erzählt es mehr über dieses mythische Reich von Hindustan. Okay, hier hören wir auch Hindustan. Ich glaube, wenn Hindustan ist, dann sagt er was von dem Europa. Genau, dann lässt er uns, als weil wir so freundlich, gastfreundlich waren, einen Eunuchen als Diener da. Isaias, ein Grieche. Bekannt als der Impaler. Selber ein Eunuch, tja. Paranoid. Guter Steward. Ah, das ist aber schon mit einem meinem persönlichen Freund besetzt. Ich beschleunige das mal hier. Oh, ich habe einen Neffen gekriegt. Ein Bögü. Pflicht. Du bist nicht der. Ah, ich kann heiraten. Also, der schlägt was anderes vor. Wenn aus meinem. Oh, die ist stark. Wer soll die heiraten? Jemand vom Akun-Clan? Nee, das wird meine dritte Konkubine. Danke für den Hinweis. 16 Jahre hat Quick. Was für Attribute, die bleibt bei uns. So. Und hier. Genau. Ist jetzt erwachsen, ist jetzt volljährig. Ja, da wollen wir die Prestigepunkte haben. Lachmi Pada, meine Frau. Okay, das ist langweilig. Wir ziehen hier mal weiter. Mhm. Ah, Halbschwester Chilen. Brauch auch einen Fokus, tatsächlich mal. Marshall. Oh, hier gibt's noch eine Stadt. Nachdem ich meinen Rat gegeben habe für eine delikate Sache, hat der Höfling mich gefragt, ob ich ein kleines Geschenk akzeptiere für meine Hilfe.
Ah, widerwillig oder ich kann gierig kriegen. Ja, ich muss aber auch ein bisschen, ich glaube, großzügig verbessert die Meinung anderer über mich, das ist gerade wichtiger. Ups, im Protektorat ist ein Bauernaufstand. So, der ist auch 12 geworden. Oh, das könnte ein guter Kämpfer werden. Oh ja, da hat er es. Ist die Nummer am niedrigsten, aber die Charaktereigenschaften gehen in die Richtung. Ich habe immer 0 Gold geplündert, das finde ich so blöd. Haben wir noch eine Stadt zum Abfackeln? So, mein Bruder Törtegul ist volljährig. Oh, Marshall 13. Trotz Klumpfhut. Können wir den mal verheiraten? Aha. Da gibt's per Pakte für. Naja, der ist auch einer unserer Tributpflichtigen, also schadet nichts, die Verbindung ein bisschen zu verbessern. Kagan Kosa auf Kimak ist jetzt auch tributspflichtig durch die Vererbung zwischen Kagan Törtegul dem Alten und Kagan Kosa von Kimak. Haben wir dem gerade nicht noch. Dem haben wir doch gerade noch geredet. 4. Januar gestorben, natürlicher Tod. Nee. Ah, ich habe gestresst verloren. Das hat also nicht geschadet. Ah, der Bauernaufstand wurde niedergeschlagen. Okay, ich finde das langweilig so. Komisch, Plünder mit Germanen, das habe ich eher kapiert. Da kriegt man sein Gold dann auch, wenn man mit dem Schiff zurück in die Heimat kommt. Huch, was ist für eine Halbschwester 14 Jahre? Sie guckt mich auf andere Weise an, kichert, wenn immer ich mit ihr rede, lacht über Dinge, die nicht mal lustig sein soll. Ups. Aber ich fühle mich geschmeichelt. Krieg 30 Prestige. Okay, noch ein Kandidat. Oh, ein Kämpfer. Ziehen wir aber weiter nach Westen, falls wir da uns irgendwo einmischen wollen. Kriege können wir euch erklären. Subjugation. Bevölkerung nicht groß genug. Ah, unsere Bevölkerung
Bevölkerung ist nicht so groß. Ah, wir könnten wieder vergrößern. Wie viel Manpower ist denn das? Wir können natürlich sparen, um jemand als Söldner wegzuschicken. Das bringt auch ganz schön Prestige. Oh, Ayasun hat einen natürlichen Charme und ist redegewandt. Ich bin sicher, sie wird im Leben leiden. Sie verliert Playful, spielt verspielen, kriegt Gregarious. Ist auch eine gute Rednerin. Nützt aber nichts. Eigentlich kein Diplomatietalent. Also redet sie nur Unsinn. Oh, ich würde das Kaganat wieder verlieren. Das ist mein Telefon, da rufe ich in 10 Minütchen zurück. Falls ihr das im Hintergrund hört. Gefängnis hat er hier geplündert. Und eine Höfling ist gestorben durch Lebensmittelvergiftung. Ach so, ja, Armee vergrößern oder sparen, dass jemand, dass wir einen Bruder wegschicken als Söldnerführer. Der Turtugul wäre ja recht talentiert. Send away as mercenary. Ja, das wäre erlaubt. Aber ich brauche die noch selber. Ich vergrößere meine Horde. Investiere mal 50 Goldstücke, dass wir auch ein bisschen schwere Kavallerie dabei haben. Hier gleich abweisen können. Das ist jetzt die Mailbox. Ah, meine junge Frau liest ganz viel romantische Poesie. Es erhöht ihre Fruchtbarkeit, wenn wir ihr mehr davon besorgen. Kostet 10 Gold. Mein Gott. Naja gut, gibt noch keinen Buchdruck. Da muss so ein Schmachtroman von Hand abgeschrieben werden. Und sie ist schwanger. Ja, sehr gut. Die Jure-Claims eigentlich her. Ah, da schlägt noch vor zwischen einer. Ja, die kann er. Diplomatie 20. Oh, das ist meine eigene Dynastie. Okay, das machen wir. Und hier ist so ein Krieg, da würden wir sogar einen Tributstaat-Clan verlieren, wenn wir teilnehmen, weil die sich untereinander prügeln. Oh, wir haben noch einen talentierten Commander gefunden. Mal gleich Feierabend, ich möchte doch gleich telefonieren. ich mache ja auch in der Regel eher zu lange Videos. Mist, jetzt will ich den Titel wieder verlieren in Khan Ituk.
Oh, da will jemand anders ihn zu einem Tributstaat machen. Sotan the Evil. Sotan der Böse. Okay, da akzeptiere ich jetzt mal, weil dann verlieren wir ihn ja. Muss ich mich ja mal einmischen. Der kann ja nicht mehreren gleichzeitig Tribut zahlen. Außerdem, wir müssen ja für unser Schutzgeld auch was tun. So, ich habe einen Sohn bekommen. Sucre Yaklaka. Ja, kränklich. Machen wir mal Pflicht. Ah ja, mein Hofarzt, den ich von Chinesen besorgt habe. Genau, mach was. Oh, und hier ist meine Schwester feucht geworden. Boah, Träger 8 und so weiter. Ah, oh je. Keine Verbesserung bei meinem kleinen Sucre. Wirkt immer sehr lethargisch. Seine unterdrückten Schreie senden Schauer meinen Rücken runter. Wofür bezahle ich diesen Quacksalber sogar überhaupt? Ah, wir greifen doch eben die Horde hier an. Ah, ganz schnell hier noch eine Schwester. Oh, ja, die ist gut in Stewardship. Okay, die haben wir einmal geschlagen. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Achso, ich gucke immer gerne am Ende vom Video bis auf den Rest der Welt. Gut, Reich von Tibet zerbrochen, aber es sieht... Ah, Frankia hat das Kaiserreich gegründet. Ups, verklickt. Oh, er ist, hat immer noch Syphilis, ist auch verrückt. Aber ist jetzt Kaiser ge... Das dort etwas früher gegründet. Okay. Oh, Sachsen hat sich dafür ausgedehnt. Ja, die haben hier noch... ja, Böhmen hatten erst vorher schon, ich glaube, sie haben Böhmen übernommen. Interessant, aber Bayern, Lombardei, beide unabhängig geblieben. Was macht er gerade? Macht er irgendwie Krieg? Ach, hat sich zurückgezogen, weil hier, welche Seuche ist das? Smallpox geht um. Navarra. Hat er unter sich? Was geht, dass es auch geht bei denen? Ach. Der ist ein Tributstaat von den Franken, das kleine Navarra hier. Wusste gar nicht, dass das in Europa überhaupt geht. Ups. Jetzt habe ich keinen Kanzler mehr. Da haben wir den. Hatte ich den gefeuert? Jetzt aber merkwürdig. Ach so, er ist wieder freigelassen worden. Oder ich habe es überlesen, der... Er ist wieder freigelassen worden. Und sein Kollege vom anderen Clan, habe ich gerade gesehen, ist incapable. Oh, der mochte mich gar nicht. Was ist ihm denn passiert? Pech gehabt in der Schlacht oder so? Oh, da, sein Sohnemann hat aber schon ganz schön viel Prestige als Söldner halt gesammelt. Das ist es halt. Aber wir können jetzt ja ihn hier mal... Genau, jetzt kann er nämlich bei dem Clan die Meinung verbessern. Insofern ist das ganz praktisch. Jo, hat auch einen ordentlichen Skill. Okay, das reicht für heute. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.